Im Aargauer Kunsthaus zeigen wir aktuell 4 Ausstellungen. Zum einen eine Präsentation eines regionalen Künstlers aus Aarau, Jos Nünlist. Und dann präsentieren wir dem Publikum eine Ausstellung mit dem konstruktiv konkreten Künstler Gami Gräser, wobei hier das Verhältnis des Künstlers zur Musik im Vordergrund steht. Dann in unserer Reihe Garavan für junge Schweizer Künstlerinnen und Künstler, zeigt Katharina Anna Wieser eine neue, ortsspezifische Arbeit, die sie aufs Treppenhaus des Aargauer Kunsthauses hin entwickelt hat. Das Mobile dreht sich durch den Stein, der im Stegenhaus ist. Und man hört es vielleicht, es tickt ein Pendel, wo das ganze Mobile via Stein antreibt und andreht. Und man kommt rauf mit der Drehbewegung, wie das Mobile selber auch, und erblickt dann die Scheibe und das lange Rechteck, das miteinander tanzt. Wir stehen hier in der 4. Ausstellung. Das ist die Überblicksschau über das Werk der britischen Künstlerin Seal Flyer. Seal Flyer ist mittlere Generation, lebt unterdessen in Berlin und arbeitet mit einem sehr stark konzeptuell geprägten Ansatz, wobei ihre Arbeiten auch sehr stark von poetischen, ironischen, auch humorvollen Elementen durchdrungen ist. Die 30-teilige Arbeit Ink on Paper hat Seal Flyer in einer neuen Auflage für die Ausstellung in Aarau gemacht. Und zwar hat sie eine Schachtel Garandasch Filzstifte verwendet und jeden Stift auf dem Papier auslaufen lassen, bis der Stift leer war. Und dadurch ergibt sich jetzt diese wunderschöne Regenbogenabfolge von einzelnen Blättern mit diesen Farbtupfen, auf denen der Inhalt eines Stifts die Zeichnung ergibt. Sie arbeitet mit verschiedensten Medien, sie zeigt Zeichnungen, Video, Installationen oder eben auch Soundarbeiten wie dieses Werk Scale, das eine Treppe ist. Und die Stufen dieser Treppe sind gebildet durch einzelne Lautsprecher. Und auf diesen Lautsprechern hören wir die Tritte einer unsichtbaren Person, die diese Treppe hoch und wieder runter geht. Also was wir sehen, ist das, was wir hören. Es ist so eine Überlagerung vom Auditiven und vom Visuellen, und gleichzeitig ist es eine minimalistische Skulptur oder auch eine große Wandzeichnung. Seal Flyer inspiriert sich bei ihrer Arbeit sehr stark aus dem Alltag. Sie nimmt Alltägliches wie ein Lichtschalter, wie ein Globus oder wie ein Abfallsack und gibt dem eine neue Bedeutung und lädt uns ein, unsere eigene Perspektive, unsere Wahrnehmung auf die Welt zu hinterfragen oder neu zu justieren.